In diesem Video geht es um eine Untersuchung des Gravitationsgesetzes mit Hilfe einer Computersimulation. In dieser Simulation wollen wir das Gravitationsgesetz sozusagen testen und deshalb müssen wir uns vorerst überlegen, wann hat das Gravitationsgesetz unser Test überhaupt bestanden. In diesem Zusammenhang spricht man von einem Gütekriterium und wir bleiben bei der Hauptanwendung des Gravitationsgesetzes und wählen den Kontext der Astronomie. Und deshalb möchten wir, dass das Gravitationsgesetz mindestens so gut ist wie die Keplerischen Gesetze. Das heißt, das Newtonsche Gravitationsgesetz muss die Planetenbewegungen mindestens genauso gut vorhersagen wie die Keplerischen Gesetze. Wir haben uns schon einige Gedanken zu dem Gravitationsgesetz gemacht und unsere Vorüberlegung lautet: Die Gravitationskraft kann berechnet werden, indem wir die Gravitationskonstante mit dem Produkt beider Massen der beteiligten Körper multiplizieren und durch den Abstand beider Massen zum Quadrat teilen. Diese Formel möchte ich mit einem Stern bezeichnen, damit ich auf die verweisen kann, ohne sie nochmal abzuschreiben, und dann spare ich mir ein paar Buchstaben in dem folgenden Text. Wir haben uns schon überlegt, dass es sowas wie eine Gravitationskonstante geben muss. Worüber wir uns aber noch keine Gedanken gemacht haben, ist die Einheit dieser Gravitationskonstante. Hier werden wir wieder die Mittel der Mathematik verwenden und die Formeln Stern nach g auflösen. Ich spiegele die Formel jetzt an dem Gleichheitszeichen, damit das g auf der linken Seite steht, und markiere die jeweiligen Größen mit verschiedenen Farben, damit wir später die Einheiten besser zuordnen können. Um das r² von der linken Seite auf die rechte Seite zu übertragen, müssen wir beide Seiten der Gleichung mit r² multiplizieren. Das klein m können wir auf die rechte Seite übertragen, indem wir die Gleichung durch m teilen. Auf analoge Weise können wir das groß m auf die rechte Seite übertragen, auch hier müssen wir durch groß m teilen. Die Gravitationskonstante lässt sich also berechnen, indem wir die Gravitationskraft multipliziert mit dem Radius zum Quadrat durch das Produkt beider Massen teilen. Und aus dieser Form können wir nun die Einheit der Gravitationskonstante bestimmen. Um zu verdeutlichen, dass es sich dabei um die Berechnung der Einheiten handelt, schreibe ich die Symbole in eckigen Klammern. Und nun kommen wir zu den Einheiten. Die Kraft wird in Newton angegeben, Radius in Metern, da wir jetzt den Radius zum Quadrat haben, haben wir auch hier Quadratmeter und die beiden Massen jeweils in Kilogramm. Im Prinzip ist das schon die Einheit der Gravitationskonstante. Üblicherweise macht man aber noch einen Trick und zersetzt die Einheit Newton in die Bestandteile nach der Grundgleichung der Mechanik. Die Kraft ist Masse mal Beschleunigung, ist Newton die Einheit der Masse, also Kilogramm, mal die Einheit der Beschleunigung, also Meter pro Sekunde zum Quadrat. Und dann können wir jeweils ein Kilogramm in Zähler und Nenner wegkürzen und die Einheit ein bisschen kompakter hinschreiben. In den meisten Büchern bzw. Formelsammlungen findet man die Einheit der Gravitationskonstante als Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Das ist die übliche Darstellung dieser Einheit. Ich persönlich finde die hier deutlich schöner. Die ist zwar kompakter, aber wenn man damit rechnet, muss man meistens sowieso die Kilogramm mal Meter pro Sekunde zum Quadrat irgendwie zurück in Newton umrechnen. Dann fände ich das handlicher. Als das festgelegt wurde, wurde ich aber nicht gefragt. Und noch ein paar Informationen zu der Simulation. Wir werden die Software AlgoDo verwenden und dabei verwenden wir folgende Parameter: Die Masse groß M, also die Masse des größeren Körpers, beträgt 8 Kilogramm. Die Masse des kleineren Körpers liegt bei 1 Gramm, also 0,001 Kilogramm. Und da wir die Gravitationskonstante als Zahlenwert noch nicht kennen, machen wir uns das Leben leicht und setzen sie auf einen Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Nun kommen wir zu der Simulation, starten das Programm AlgoDo
Und in der voreingestellten Szene lösche ich zuerst diese Ebene hier. Die benötigen wir an dieser Stelle nicht, also mit Rechtsklick drauf und dann kann man sie löschen. Was wir jetzt auch nicht brauchen, ist hier diese voreingestellte Gravitation und die Schaltfläche mit dem Luftwiderstand. Den Luftwiderstand brauchen wir in unserer Simulation auch nicht. Was aber nützlich ist, ist hier das Koordinatengitter. Das schalten wir dazu. Nun brauchen wir zwei Massen, Masse Groß M und Masse Klein M. Die möchte ich mit Kreisen darstellen. So, das könnte die Masse Groß M sein. Und damit wir jetzt nicht ständig die Masse M und Masse Groß M sagen, werde ich zu der großen Masse die Sonne sagen. Und die kleine Masse soll die Erde sein. Genau, ich weiß nicht warum, also in dieser Darstellung hier steht eine Skala, das soll irgendwie ein Meter sein, aber das passt nicht mit dem, also das stimmt mit dem Koordinatengitter bei mir nicht überein. Wenn ich jetzt hier mit einem Rechteck das nachmesse, habe ich jetzt ein Rechteck mit einer Breite von 2 Metern und das ist irgendwie alles andere als diese Strecke hier. Irgendwas passt hier nicht. Ich beziehe mich also auf die Darstellung von dem Koordinatengitter und sage, das hier sind 2 Meter. Okay, löschen wir das. Okay, nun haben wir eine Kugel und 2 Meter von dieser Kugel, von der Sonne entfernt, befindet sich die Erde. Wenn wir die Simulation starten, passiert erstmal nichts. Also stoppen wir die Simulation und mit dem Rechtsklick auf die Sonne in dem Register Material wählen wir eine Einziehung. Und hier, das ist jetzt die Gravitationskonstante, die wollten wir auf 1 setzen. Und die, wenn wir schon da sind, setzen wir auch die Masse der Sonne auf 8 Kilogramm. So, jetzt kommen wir zu der Erde. Die Erde hat eine wesentlich kleinere Masse als die Sonne und deshalb nehmen wir hier 0,001, also ein Gramm. So, wenn wir jetzt die Simulation starten, wird die Erde von der Sonne angezogen. Eigentlich wird auch die Sonne von der Erde angezogen, aber da wir jetzt so einen großen Massenunterschied haben, sieht man die Bewegung der Sonne an dieser Stelle überhaupt nicht. Das, was wir jetzt gesehen haben, sieht jetzt nicht nach einer klassischen Planetenbewegung aus. Es liegt daran, dass wir mit einer Geschwindigkeit von 0 starten und jetzt wirkt eine Kraft in die Richtung des Mittelpunktes der Sonne und natürlich wird die Erde in diese Richtung beschleunigt. Das ist in den Sonnensystemen nicht so und um das anzupassen, machen wir Folgendes. Die Erde muss eine Anfangsgeschwindigkeit bekommen und an dieser Stelle bietet es sich an, die Geschwindigkeit entweder am Anfang nach oben auszurichten oder nach unten auszurichten. Über die Gründe werden wir in einem weiteren Video sprechen. Wie kann ich eine Anfangsgeschwindigkeit hinzufügen? Wir nehmen wieder die rechte Maustaste und unter Geschwindigkeiten kann man die Geschwindigkeiten einstellen. Die Geschwindigkeit in die Y-Richtung und ich glaube so 1,7 Meter pro Sekunde ist für uns ein guter Wert. So, machen wir das aus. Beziehungsweise, eine Sache habe ich vergessen. So, nochmal Geschwindigkeiten. Ich würde nämlich gerne die Geschwindigkeit visualisieren. Das bedeutet, ich möchte auch einen Geschwindigkeitspfeil darstellen. So. Okay, die Sonne, die Erde mit einem Geschwindigkeitspfeil und wir bewegen uns am Anfang senkrecht nach oben. Jetzt starten wir die Simulation. Und jetzt sieht es wesentlich mehr nach einem Planetensystem aus. Wir könnten jetzt versuchen, da eine Ellipse zu erkennen. Finde ich aber ein bisschen schwierig, deshalb stoppen wir das Ganze
und lassen uns diese Flugbahn besser visualisieren, indem wir der Erde eine Leuchtspur hinzufügen. Also man könnte das hier das mit diesem Werkzeug machen und es einfach da passend anklicken. Finde ich aber nicht so schön, weil man dann irgendwie die Mitte treffen muss. Man kann sich das etwas einfacher machen, indem man jetzt mit der rechten Maustaste auf die Erde klickt und über die Geometrieaktion Leuchtspur befestigen. Wenn wir jetzt die Simulation starten, wird hier eine Leuchtspur gezogen. Jetzt ist das Problem, dass hier immer wieder ausgeblendet wird. Das sieht vielleicht hübsch aus, aber so richtig hilft es uns gerade nicht. Deshalb stoppen wir das wieder mal und klicken mit der rechten Maustaste auf die Leuchtspur. Und die Leuchtzeit soll jetzt etwas länger sein. Ich nehme dann immer 600 Sekunden. Das sind dann 10 Minuten. Und ich lasse den Durchmesser von diesem Leuchtkreis auch kleiner werden. Sagen wir 0,1 Meter. Und wenn wir jetzt die Simulation starten, sehen wir, dass wir eine Flugbahn haben, die zumindest nach einer Ellipse aussieht. Und wenn wir jetzt das Koordinatengitter ausblenden, sieht man die Leuchtspur auch etwas besser. Bevor wir jetzt, also wir werden jetzt diese Flugbahn nicht ganz genau analysieren, das machen wir in einem weiteren Video, jetzt einfach nur so ganz qualitativ. Also diese Bahn sieht ja oval aus. Es ist kein Kreis, die Sonne steht nicht in dem Mittelpunkt, der Mittelpunkt wäre ja hier. Also die Gültigkeit des ersten keplerischen Gesetzes können wir hier zumindest nicht ausschließen. Also es könnte sein, dass diese Flugbahn eine Ellipse ist und es könnte auch sein, dass die Sonne in dem Brennpunkt der Ellipse sitzt oder in einem der beiden Brennpunkte. Dann das zweite keplerische Gesetz. Wenn wir von der Sonne weit weg sind, sind wir langsamer, als wenn wir uns hier in dem Perihel befinden. Das ist auch ganz gut zu erkennen, wenn wir uns diesen Geschwindigkeitspfeil anschauen. Hier wird er kürzer. So, hier ganz kurz. Und wenn wir in Perihel sind, haben wir einen längeren Geschwindigkeitspfeil. So, stoppen wir die Simulation wieder und genau, jetzt müssten wir die Halbachse ändern. Und das bekommen wir hin, indem wir die Geschwindigkeit, die Startgeschwindigkeit verändern mit 2,2 Metern pro Sekunde. Können wir eine andere Flugbahn schalten. Und wenn wir jetzt die Animation starten, haben wir eine Ellipse oder etwas, was nach einer Ellipse aussieht, mit einer großen Halbachse. Und wenn wir jetzt die Umlaufdauer bei dieser Flugbahn mit der Umlaufdauer der Flugbahn davor zumindest qualitativ vergleichen, auch da können wir die Gültigkeit des dritten keplerischen Gesetzes nicht ausschließen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Entweder ihr glaubt mir das, ja, das Newtonsche Gravitationsgesetz führt zu den gleichen Ergebnissen wie die keplerischen Gesetze. Oder aber ihr sagt, und das wäre auch eine wissenschaftliche Vorgehensweise, ja, also ganz überzeugt bin ich noch nicht. Man müsste das noch genauer analysieren. Diese Analyse führen wir dann in einem weiteren Video durch.